Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Mass Effect, in der Liara mir eben schon mindestens eine Anmoderation versaut hat, weil sie meint, sie muss ständig die Klappe aufreißen, um mir zu sagen, was zu tun ist. Ja, ich bin ein ganz kleines bisschen angepisst. Ich habe gerade einen Let's Show zu XCOM Enemy Within aufgenommen. Wenn ihr wissen wollt, warum ich gerade ein kleines bisschen angepisst bin, dann guckt euch doch die zweite Folge mal selber an. Gut, wir sollen dem blauen Kabel folgen. Ja, schamlose Selbstpromotion, ich weiß. Ja, hier geht das Kabel lang. Ich sehe einen Anschluss in der Wand, aber darauf ist deine Kamera gerichtet. Shepard, ich schicke einen Hack an ihr Universalwerkzeug. Er täuscht die Kamera, zerstört sich aber nach wenigen Sekunden selbst. Alles klar. Okay, dann gehen wir mal die... Ah, da drüben ist der Anschluss. Okay, dann schalten wir mal die Kamera aus. So, und dann... Die Überbrückung ist drin. Sehr gut. Das Gitter ist jetzt offen und... ich bin drin. Verhalten Sie sich unauffällig. Das könnte eine Gott sei Dank. Ja, so unauffällig wie eben möglich, ne? Ja. Aha. Ja. Aha. Oh yeah. Baby. Oh yeah. Booyah. Ay, das ist so toll. Ich meine, Ashley bekleckert sich da auch nicht gerade mit Ruhm, aber ja, Shepards Tanzkünste, die sind ja selbst hier in diesem Universum schon fast legendär. Okay, na gut. Machen wir mal was anderes. Unter welcher Leute kann man sich denn eventuell noch mischen? Barkeep? Na toll. Wenn ich das gewusst hätte, dass wir da... wenn ich im Vorfeld gewusst hätte, dass wir hier jetzt noch so viel... in der Gegend rumhängen, ohne irgendetwas zu tun und quasi noch ganz viel Zeit haben, hier die ganzen Gespräche abzuarbeiten, dann hätte ich das doch in der letzten Folge nicht im Voraus schon gemacht. Och, Menno. Aber ich glaube... Ja, wir könnten ein bisschen Roulette oder sowas spielen, ne? Commander. Was? Oh, ja? Direkt unter mir ist eine Wache. Keine Panik. Ich errege seine Aufmerksamkeit. Da hinten irgendwo. Okay. Das werden wir ja wohl hinkriegen. Hi. Entschuldigung, ich glaube, auf der Herrentoilette hat jemand Drogen konsumiert. Verstehe. Konnten Sie die fragliche Substanz identifizieren? Roter Sand. Zentrale, wir haben einen Sandschlucker in den Toiletten. Wurde versucht, biotische Einfluss auf das Spiel zu nehmen? Momentan nicht bekannt. Stelle jetzt die fragliche Person. Schicken Sie Verstärkung. Wir kümmern uns darum, Sir. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ja, bitte, bitte. Sie können beruhigt weiterfeiern. Sie können weiter, Brooks. Ich drück dir auf jeden Fall. Mit der Masse. Langsam, aber stetig. Wir kommen schon zu Khan. Ich drück dir die Daumen, Brooks. So, ja, wie gesagt, ich wollte mal gucken, was wir hier überhaupt noch so im zur Auswahl haben. Hier Warren Wren wollte ich eigentlich noch mal, glaube ich. Live Feed, das Warren Wren beginnt in Kürze. So, Live Feed, das Warren Wren beginnt in Kürze. Nice Beans ist meine Wahl. Der Live Holo Feed beginnt in Kürze. So, komm schon. Los geht's. Du schaffst das. Ja, er liegt in Führung. Er liegt in Führung und das bedeutet wahrscheinlich nichts Gutes. Eine überlegene Leistung. Doch, er gewinnt. Leute, wir haben gewonnen. Wir haben im Glücksspiel gewonnen. Hurra! 2500 Credits bekommen dafür, dass wir... Oh, cool. Okay, ich glaube, wir spielen noch ein bisschen Warren-Rennen.
Ich nehme mal die 2 zu 1, glaube ich. Ja, den Favoriten zu wählen, das ist, das erscheint mir schon fast zu einfach. Ja, das sieht aber diesmal nicht ganz so gut aus. Bin ich gut oder bin ich gut? Wir haben schon 5000 Credits gewonnen. Gut, wir haben 500 Credits eingesetzt jeweils. Also ist unser Nettgewinn tatsächlich nur 1500 Credits. Aber 1500 Credits haben oder nicht haben, das ist meiner Meinung nach schon ein Unterschied. Brooks, bist du langsam mal fertig? Ich weiß nicht mehr, was ich noch sagen soll. Wollen wir auf Bruce Lee setzen? Ich setze mal auf Bruce Lee. Ich meine, sämtliche Spieleinsätze sind hier ja für einen guten Zweck, ne? Also, ja, da rennt einer davon. Das ist nicht unserer. Ja. Tastes like Chicken. Tastes like Chicken war, glaube ich, der Favorit, ne? Schmeckt wie Hühnchen, gewinnt! Mir doch egal. Ja, optimistisch wird gewinnen. Ich bin da optimistisch, der wird gewinnen. Oh. Brooks, du darfst dich wirklich mal ein bisschen beeilen. Ich würde hier nämlich wirklich ganz gerne dann mal mit der Story weitermachen, das wird nichts. Ach du Scheiße. Ich mag Kroger nicht, Kroger ist ein Arschloch. So, na gut, einmal machen wir noch und zwar optimistisch wird gewinnen. Ich bleib dabei. Ich bleibe dabei. Ein allerletztes Mal, das wird nichts. Nee. Das war ja mal über. Und der blöde Kroger hat schon wieder gewonnen. Kann ich Kroger irgendwie abknallen oder so? Besteht die Möglichkeit? Ja. Letztendlich sind wir wieder genau da, wo wir aufgehört haben, ne? Wir könnten noch mal ein bisschen Roulette spielen. Da können wir auch noch was gewinnen, ne? Okay, was haben wir hier für... Das Sicherheitstor. Okay, das ist toll. Aber damit sollten wir warten, bis ich das Ende des Schachts erreicht habe. Hallo, Wache. Guten Abend, Officer. Wie weit bist du denn? Wie lange brauchst du denn noch bis zum Ende des Schachts? Ich würde wirklich ganz gerne mal weitermachen. Hi, du, ne? So, wo war dieser blöde Roulette-Tisch? Der war doch hier, hier hinten irgendwo. Und wieder dreht sich alles rundherum. Was soll das denn heißen? Ist das eine Anspielung auf meinen Zustand? Nein, Mann. Ich sprach vom Roulette-Rad. Haben wir mit der schon geredet? Ich meine natürlich objektivistisch. Das ist Sexismus gegen unbelebte Objekte. Ich höre. Ich liebe Roulette. Jede Minute ist aufregender als die nächste. Soll ich auf den Denkfehler in dieser Aussage hinweisen? Oh, gehören Sie auch zu diesen Detailverliebten? Wozu denn? Na sogar toll. Diamanten haben Fehler, aber das macht sie nicht weniger wertvoll. Miss, wo genau haben Sie Ihren Abschluss gemacht? Oh, online. Man belegt diese Kurse und lernt Verantwortung, weil man sich die Noten selbst gibt. Oh, okay. Ja, sagt halt einiges. Brooks, was ist das Problem? Sensorenpaar deaktivieren. Was für ein Sensorenpaar? Wieso kriege ich diese Nachricht jetzt wieder mal vorgespielt? Sie sind ein harter Kerl. Perfekt. Ich brauche eine Meinung über etwas von einem Promi der B-Klasse oder schlechter. Häuser mit einfahrbaren Dächern. Immer noch in oder schon zu gewöhnlich? Ihr Haus hat ein einfahrbares Dach? Nur das auf der Citadel. Ich muss mich darum kümmern, seit das auf der Erde reparisiert wurde. Anstatt umzubauen, könnten Sie auch ein paar Flüchtlinge dort wohnen lassen. Oh, da wäre ich total dafür. Aber es ist voll schwierig, die richtigen zu finden. Die meisten von denen haben nicht mal Agenten. Ja. Sie können sich nicht von mir fernhalten, stimmt's? Was soll ich sagen? Ich bin Masochist.
Oh, wirklich? Ich bin Skorpion. Oh Gott, nein, ich hab... Oh Mann. So. Ja. Folgen Sie dem roten Kabel. Okay, ich weiß zwar nicht wieso, aber ich folge mal dem roten Kabel. Ich kann dem roten Kabel nicht folgen, ich stecke fest. Okay, ich folge weiter dem roten Kabel. Das rote Kabel ist das, was ich folge. Ich bin an einem Anschluss mit Kamera und Wache. Ich bleibe einfach hier und versuche nicht zu husten. Seine Wache an, um sie auszuwählen. Ich errege seine Aufmerksamkeit. Ist hier noch eine andere Wache? Nee, es ist nur die, ne? Ja, Ashley. Ich glaube, ich habe ein Steak gegessen, das für Turianer gedacht war. Muss ich jetzt sterben? Bleiben Sie ruhig, Ma'am. Wir kümmern uns um Sie. So, wo ist der Kameraanschluss? Da. Sie können jetzt beruhigt weiterfeiern. Ah, mach ihn da, mach ihn da. Versuchen Sie es jetzt. Überprüfe die Druckplatte. Kein Alarm. Sieht gut aus. Sagen Sie einfach Bescheid, wenn der andere Sensor deaktiviert ist. Okay, also offenbar ist sie da auf zwei Sensoren gestoßen. Einen mit Druckplatte, der andere wahrscheinlich irgendwie Sound oder sowas. Ich folge dem roten Kabel. Dann müssen wir bestimmt dem gelben Kabel auch noch folgen. Wollen wir wetten? Wollen wir wetten? Ist es eigentlich ein Game Over, wenn ich hier verkacke? Bei den Roulette-Rädern gibt es einen Anschluss, aber er ist direkt im Blick von zwei Wachen. Aber Sie kriegen das hin, oder? Meine Beine schlafen nämlich langsam ein. Durchhalten, das wird schon. Ein Wort und ich errege seine Aufmerksamkeit. Ich weiß ja nicht, wie die Regeln hier sind, aber wann haben Sie Dienstschluss? Ich bin Hat er mich gesehen? Zeit für das Schloss. Seien Sie vorsichtig, Brox. Der hat mich nicht gesehen, oder? Hat er mich gesehen? Brox? Oh, verdammt. Hey, Commander? Was? Was ist passiert? Infrarotlaser und ein stiller Alarm. Hab's nicht rechtzeitig gemerkt. Shepard, ich sage dem reagierenden Wachmann, dass es ein falscher Alarm war. Aber Sie müssen ihn aufhalten, bevor er Brox erreicht. Die Wache hinhalten. Ah, die Wache da hinten ist es. Die Wache da hinten ist es. Wache, 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 Wache. Hey! Nur die Ruhe. Ich versuche hier drei verschiedene Sachen auf einmal zu tun. Dann mach lieber eine richtig und hol mir einen Drink! Barrows? Sir, wir haben den Alarm im Lager überprüft. Kein Grund zur Sorge, ein kleinerer Unfall. Finden Sie raus, wer den Alarm ausgelöst hat. Er soll am Ende seiner Schicht in mein Büro kommen. Jetzt zu Ihnen. Was brauchen Sie nochmal? Es tut mir leid. Gehören Sie zu den Sicherheitsleuten? Ich habe Sie mit einem Freund von mir verwechselt. Sie haben das Gleiche an. Sie... Genießen Sie den Abend. Was denn? Sie können weiter, Brooks. Mal sehen, ob ich es bis zum Panikraum schaffe. Ah, ist das geil. Steht direkt neben der Wache. Sie können weiter, Brooks. Versuchen Sie unbemerkt den Panikraum zu erreichen. Ich glaube nicht, dass diese idiotischen Wachen etwas bemerkt haben. Ich stehe direkt neben Ihnen und ich... Nein, die wissen von gar nichts. Aber ich habe alles gehört und ich werde... Sie haben überhaupt keinen Verdacht. Oh Mann, ey. Ich hänge schon wieder an einem Salarianer fest. Boah, die sind ganz schön klebrig, die Kerle. So, mit der habe ich schon geredet. Da war ich schon. Vielleicht finden wir ja noch irgendjemanden, den wir bis jetzt nicht wahrgenommen haben. Hier zum Beispiel. Vielleicht auch nicht. Okay. Hier, dieser Asari haben wir schon gehabt. Ach, Schiede, eigentlich hätte ich es mir denken können. Eigentlich hätte ich mir denken können, dass wir hier noch so viel Zeit verbauen. Was ist das denn hier? Quasar!
Wählen Sie den Betrag aus, den Sie einsetzen möchten, um das Spiel zu starten. Sie beginnen das Spiel mit 1 bis 5 Punkten. Danach können Sie sich beliebig oft 1 bis 8 oder 4 bis 7 Punkte geben lassen. Das Ziel ist, so nah wie möglich an 20 Punkte heranzukommen, aber keinesfalls darüber. Wählen Sie Ihre aktuelle Auszahlungssumme aus, um das Spiel zu beenden. Auszahlung 0 bis 14, nichts. 15, 25% des Einsatzes. 16, 50% des Einsatzes. 17, 100% des Einsatzes. 18, 125% des Einsatzes. 19, 150% des Einsatzes. 20, 200% des Einsatzes. 21 oder mehr gibt wieder nichts. Quasar, das haben wir das allerletzte Mal ganz am Anfang des ersten Mass Effect gespielt. Das müssen wir nachholen. Das müssen wir jetzt spielen. Das geht nicht anders. So, in Quasar bin ich auch relativ zuversichtlich, dass wir vielleicht irgendwas geschissen kriegen. Da setzen wir mal ein bisschen mehr. Wir starten mit einem Punkt, dann können wir ja erstmal hier richtig zu lang hier. Flump. So, bitte auszahlen. Das war schon mal eine gute Runde. Quasar mag ich. Aber ich habe gerade eine Glückssträhne. Haben Sie die Kamera überbrückt? Die auf meiner Seite schon. Aber die auf Ihrer Seite ist noch an. Wir müssen das zu Ende bringen, bevor jemand vorbeikommt. Ja, gleich. Ich komme zu Ihnen. Nur eine Runde noch, ja? Folgen Sie dem gelben Kabel. Ja, ja, mach ich. So, habe ich die 750 jetzt zusätzlich gekriegt oder bin ich nur auf... Muss kurz gucken. Hat sich überhaupt nichts geändert? Ach, leck mich doch. Ich folge jetzt... Haben Sie schon mal versucht, einen Krankenwagen mit einem Skycar zu verfolgen? Das gehört zu den gefährlichsten Dingen, die es überhaupt gibt. Okay, hier, mit der Anwältin müssen wir noch reden. Die hat man noch gar nicht. Rufe zurück, hier ist ein potenzieller Klient. Gefällt Ihnen die Party? Das hier ist pures Adrenalin für mich. Nachher tritt an der Bar ein Feuerschlucker auf und über dem Bezirk gibt's ein Feuerwerk. Feuerwerk im luftleeren Raum? Geht das überhaupt? An Silvester hat's auch geklappt. Egal, wie Sie es gemacht haben. Das war der reinste nukleare Wahnsinn. Sind Sie Kahns Anwältin? Ich habe das Casino einmal vertreten. Anklage wegen Gewaltanwendung. Wie ist Kahn so? Intensiv. Seine Belegschaft hat richtig Angst vor ihm. Aber hin und wieder veranstaltet er ein Charity-Event, wie das hier. Gleicht das die andere Seite aus? Wenn es stimmt, was man so von ihm hört, nicht im Entferntesten. Spielen Sie je mit dem Gedanken, für jemanden zu arbeiten, der ein wenig korrekter ist? Zum Beispiel? Der Rat wird auch Anwälte brauchen. Ich soll den Citadel-Rat verteidigen, wenn er verklagt wird? Wer redet denn von Verteidigen? Okay, so, wir folgen dem gelben Kabel. Wo ist das gelbe Kabel? Ich habe doch hier irgendwo schon mal ein gelbes Kabel gesehen. Schon Glück mit dem Tor gehabt, Commander? Es ist soweit, wenn es soweit ist. Die nervt aber auch ein kleines bisschen. Ich habe das gelbe Kabel gefunden. Hier ist das gelbe Kabel. Ich folge dem gelben Kabel. Hoch, lebe das gelbe. Ach du Scheiße. Haben Sie ein bisschen Vertrauen. Ein Wort und ich errege seine Aufmerksamkeit. Ja, ja, schon klar. Ich gucke nur gerade. Das ist bestimmt da hinten, ne? Da ist der Türsensor. Okay, das heißt, wir müssen den ausschalten. Mach erst mal den Ashley da. Ashley Williams, Special Tactics and Reconnaissance. Ich suche die Best. Verdächtiges Verhalten auf meiner Ebene. Ein Wachmann hat mich entdeckt. Wenn Sie sich normal verhalten, geht er hoffentlich weiter. Shepard, unter die Menge mischen. Ja. Hier, da. Mit dem da. Mensch, Carter, du bist so doof. Sie haben freie Bahn. Sorry.
Der hat seinen Controller runtergeschmissen, dieser blöde Vieh. Fühlen Sie mal meine Muskeln. Nein, nein, schon okay. Nur zu. Hart wie Stahl. Ich weiß nicht, ob ich Ihre Muskeln anpassen sollte, Ma'am. Hübsch sind Sie jedenfalls. Sie können jetzt beruhigt weiterfeiern. Lenk den da nochmal ab. Verrät mal jemand ein Mädchen, wo man hier was zu trinken kriegt? Komm. Echt jetzt? Ma'am, ich bin im Dienst. Die Bar ist da drüben. Nein, da ist... Na, so schwer war es doch jetzt noch gar nicht, oder? Ich bin trotzdem froh, dass das vor... Wir beide werden uns jetzt unterhalten. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Das war so klar. Was zum Teufel? Kommt hier eigentlich jeder rein? Bin wohl doch nichts Besonderes. Commander, da ist ein Löschbefehl auf dem Terminal. Verdammt! Es ist alles weg. Ich weiß nicht, ob er das war oder der Killer oder... Mein Auslösen des Alarms. Bin ich schuld? Was suchen Sie da? Fehler. Dachte ich mir. Wer immer das war, er hatte es eilig. Die Com-Einheit ist nicht gelöscht. Oh, nehmen wir die Com-Einheit dann mit und scannen sie, oder? Elijah, kriechen Sie wieder raus? Falsch geraten. Sie. Letztes Mal sind Sie am Boden rumgezappelt wie ein Fisch. Ist das schon alles? Der letzte Typ, der mich einschüchtern wollte, war ein paar Kilometer größer als Sie. Tapfer. War zu erwarten. Ändert aber nichts. Sie haben nichts und können nur warten, bis der Hammer fällt. Warum? Was habe ich Ihnen getan? Ich werde Ihnen alles nehmen, was Sie haben. Alles, was Sie sind. Verdammt. Tut mir leid, Commander. Zu wenig Zeit, um den Anruf zurückzuverfolgen. Es geht weiter. Nehmen Sie die Laufwerke mit. Die gelöscht wurden? Glauben Sie, da finden wir noch was? Bei Edie ist alles möglich. Je schneller wir sie ihr bringen, desto früher können wir diese Bedrohung verfolgen. Ja, trotzdem alles sehr blöd gelaufen, ne? Ich meine, in dem Moment, wo wir in diesen Panikraum reingekommen sind, war mir klar, Khan ist tot. Aber ich bin ganz ehrlich, da habe ich im Vorfeld nicht mitgerechnet. Ich habe gedacht, wir können tatsächlich mit ihm reden. High Society, ja, aber war ganz nett. War echt mal ganz nett, so ein bisschen Abwechslung. Vor allem mit den Glücksspielen sich unter die Leute mischen. Ja, kann man mal machen. Wahnsinnsparty. Leider starb der Gastgeber. Es war kein Reinfall. Brooks, Sie und Edie finden raus, ob auf den Laufwerken was Brauchbares ist. Hoffen wir's. Ich sag Ihnen, was wir finden, Commander. Ja, und wir reden jetzt wahrscheinlich wieder mit der Crew, oder? Tagebuch aktualisiert. Citadel Identitätsdiebstahl. So, da hinten geht's dann wieder weiter. Da wird die Bande wieder zusammengesammelt. Verdammt, Commander. Sie können nicht mal auf eine Party gehen, ohne dass jemand sein Leben verliert. Maul, Vega. Was Richtiges zu essen. Man sollte meinen, eine Bude wie diese wäre gut ausgestattet. Maul. Blöd, Mann. Ne, Joker? Ich könnte was zu essen vertragen, während wir warten. Zu schade, dass sie den besten Sushi-Laden auf der Citadel zerlegt haben, was? Alter! Du bist schuld, nicht ich! Schicke Party? Abgehakt. Super sexy Outfit? Abgehakt. Bekämpft das Verbrechen? Abgehakt. Naja, fast. Wir waren nah dran. Verdammt nah. Und verdammt sexy. Hoffentlich finden Brooks und Edie etwas auf dem Laufwerk. Das hoffe ich auch. Ah, das wird schon, das wird schon. Oh, wo sind denn die anderen Kanaillen wieder alle vertreten hier? Mal wieder alle Räume durchsuchen, weil sich irgendwo einer verstecken könnte. Hier ist keiner, hier im Wandschrank versteckt sich auch niemand. Es bleibt spannend. Wir gehen nach oben, Ladies und Gentlemen. Hi. Commander, statt das Casino in einer Verkleidung zu infiltrieren, es wäre besser gewesen, alle Primitiven als Geiseln zu nehmen, mit dem Tode zu bedrohen und der Reihe nach zu erschießen, bis sie ihnen geben, was sie wollen. Ich werde nächstes Mal mit Freuden assistieren. Vielleicht hätten wir Jarvik mitnehmen sollen, so als Undercover.
Ja, ein Proteaner im Undercover-Einsatz läuft. Was ist los, Shepard? Wollten Sie kein Date mit mir? Zu viel Kroganer für Sie. Dieses Problem haben viele Leute. Die meisten davon sind tot. Ach, Rex, dich hebe ich mir doch nur für einen ganz besonderen Anlass auf. So, Garrus? Gab's wieder Begegnungen auf Leben und Tod mit Aquarien? Nee? Schade. Ich höre Vegas Magen bis hierher knurren. Alter, hört ihr endlich mal auf, euch über mich lustig zu machen? Ich kann doch nichts dafür. Ich kann doch nichts dafür. Möchte nicht eine der Damen hier vielleicht mal ein bisschen im Wasser planschen? Wie, habt euren Badeanzug vergessen? Das macht überhaupt nichts. Ja, also, ausnahmsweise dürft ihr da auch nackt rein. Das ist alles in Ordnung. Ich gucke auch nur ein bisschen. Klingt, als hätte die Mission mit einem Problem geendet. Tut sie das nicht immer. Ich bin jedenfalls froh, dass unser Team unversehrt zurückgekehrt ist. Ja, und völlig ohne Kampfeinsatz. Das überrascht mich ja schon ein kleines bisschen. Gebe ich ganz offen zu. Ich glaube, wir haben etwas, Commander. Was sagst du dazu, Edie? Ich bin froh, dass meine körperliche Anwesenheit für den Erfolg der Mission nicht notwendig war, Shepard. Erst mal sehen, was sie finden, bevor wir einen Sieg ausrufen. Aber Brooks und Edie haben offenbar auf den gelöschten Laufwerken doch irgendwas gefunden. Was genau sie da gefunden haben und wohin uns unsere Ermittlungen als nächstes führen werden, das erfahren wir allerdings erst in der nächsten Folge von Mass Effect. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dann.